Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir gehen. Ich muss mal gucken. Oh, Alter. Okay, hier haben wir noch ein bisschen was zu tun. Beziehungsweise ich. Aber ich will erstmal hier hin. Zu, was ist das? Corlus? Ich habe keine Ahnung. Namen sind echt nicht meins. Ich habe hier jetzt ansonsten auch noch nichts weiter abgebaut oder whatever. Unerforscht. Ja, ist ja logisch. Wir nehmen erstmal diese Mission hier an. Ein Mitglied des Zitadellrats hat Corlus zu Beginn des Jahrhunderts als Müllschiff mit Klima bezeichnet. Aha. Und seitdem versucht das Fremdenverkehrsamt von Corlus das Image seines Planeten zu verbessern. Bisher hat es nicht geklappt. Trotz des S was Slogans? Corlus? Ah, Slogans. Mein Gott. Ich bin schon ganz verwirrt. Corlus Recycling Zentrum der Galaxie. Entschuldigung. Sorgen Korruptionsskandale und erschreckend viele Morde dafür, dass sich am schlechten Ruf wohl so schnell nichts ändern wird. Corlus Hauptgeschäft ist das Zerlegen von ausgemusterten oder schwer beschädigten Raumschiffen in ihre Einzelteile. Dieser Prozess ist zwar seit der Erfindung von Universalgel und um einiges sauberer geworden, aber er produziert nach wie vor große Mengen an Smog, ja. Der den Himmel von Corlus verdüstert. Und, ach du Scheiße, was soll ich denn hier? Es ist ja wohl. Und vor allem, was liegen den Häfen Megatonnen von Schrott herum? Also, ach so, in den Häfen. Eine schäbige Industrie und eine Unterschicht mit Plündermentalität runden das Bild städtischen Verfallens ab. Hinweis für Reisende: Corlus nimmt in der Anzahl der Morde pro Kopf den zweiten Platz in den Terminus-Systemen ein. Zivile Reisende sollten vor einem Besuch professionelle Sicherheitsleute einstellen. Also das ist nicht toll. Jetzt stehen hier noch ein paar Daten, die lasse ich jetzt auch einfach mal so stehen. Man kann ja auch Pause machen, wenn man mag, wenn nicht, auch in Ordnung. Dann landen wir mal. Keine Ahnung, ob O'Kir freiwillig auf diesem Planeten ist. Rechnen Sie mit Feinden. Erfolg ist nur auf eine Art messbar. Töten oder getötet werden. Ja. Hallo. Befehle über Lautsprecher verkünden? Reizend. Bleiben Sie konzentriert. Wir suchen einen Kroganer Warlord. Ja, schauen wir mal. An die Mission kann ich mich nur zum Teil erinnern. Ich habe sie schon mal gemacht. Ah. Gruselig. Oh, das sollte jetzt nicht so sein. Entschuldigung. Angeheuert zu werden ist nur der Anfang. Sie alle müssen sich ihren Platz in der Armee erst verdienen. Aha. Kommt hier auch mal jemand? Ja, doch, irgendwann kommt jemand, aber. Frag mich gerade wann. Sie alle müssen sich den Platz in der Armee erst verdienen. Ist gut. Ein Beobachtungsposten. Ja. Kampfbereit, so wie es Das hast du gut erkannt, Garrus. Oh, was ist denn das für eine Waffe? Das hat weh getan. Das wird sie umwerfen. Schön, wie begeistert sie immer ist. Das freut mich, Miranda. Hier gibt es nichts zu holen, oder doch? Irgendwas übersehen? Nein. Oh. Ja, da war was.
Scheiße! Scheiße! Es hört nicht auf zu bluten! Ich werde... Miststück! Entschuldigung. Sieht gar nicht so schlimm aus. Das muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner oder Allianz. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Ändert Medigil die Situation? Wo ist der Warlord? Sie sind nicht in der besten Lage für Verhandlungen. Ich suche einen Kroganer namens Okir. Wen? Sie wissen bereits mehr als ich. Ich erledige nur Kroganer. Der Alte im Labor lässt ständig verrückte Kroganer hier unten los. Jedor hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Kroganer sind wahnsinnig. Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Es ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt. Außenposten 4. Jedor will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Kroganer-Pack. Ich will Ihre Freunde hier nicht sehen, verstanden? Patrouille? Die letzte Gruppe hat sich aufgelöst. Hab sie vor 5 Minuten aus den Augen verloren. Aufgelöst? Das wird Jedor gar nicht passen. Sie wollte eine Show. Sie wollten einen Bericht. Und das ist er. Aufgelöst. Verstanden. Kehren in die Labore zurück. Da, sehen Sie? Ich helfe Ihnen. Haben Sie Okir gesehen? Weiß er über all das Bescheid? Zu den Labors hatten wir keinen Zugang. Aber jeder weiß, was passiert, wenn die Kroganer rauskommen. Ich habe hunderte von ihnen erschossen. Sie sind verrückt. Hirnlos. Da oben weiß jeder, was abläuft. Was hat Jedor mit so vielen Kroganern vor? Uns ersetzen vermutlich. Ich könnte jedenfalls darauf verzichten, gegen eine Armee von denen antreten zu müssen. Aber sie kann sie nicht kontrollieren. Sie sollten eigentlich nicht wahnsinnig sein, aber es sind nun mal Kroganer. Ohnehin nicht die hellsten. Okay. Wird Jedors Labor schwer bewacht? Wir haben große Geschütze, um Schiffe auf Distanz zu halten. Auf einen verdammten Kommandotrupp sind wir nicht eingerichtet. Wenn Sie jetzt loshumpeln, finden Sie vielleicht noch eine dunkle Ecke, bevor Sie verbluten. Scheiße. Scheiße. Ihm Angst zu machen, war ein hübscher Gedanke. Dachte ich mir auch. Weiter. Unser Warlord ist irgendwo in Jedors Labor. Okay, dann schauen wir mal. Was? Jetzt kommt's. Tja, Problem gelöst. Sehr gut. Das ging ja fix. Jetzt muss ich mal gucken. Da unten will ich hin. Da unten will ich hin. Ach, verdammt. Sei denn das? Gute Nacht. Oh, Entschuldigung, Garrus. Weil es unhöflich. Ähnlichkeit, nee. Position. Toll. Okay, das habe ich auch nicht mehr so ganz drauf. Wo ist denn hier? Hatte ich hier nicht auch noch was? Lass mal eben mal machen. Schieße jetzt! Wie er darunter fliegt. Er gleitet. Okay. Danke, das wollte ich gar nicht. Was machst du denn da? Ich hab... Oh! Ich hab da gerade so einen Gedanke. In Gedanken. Handmunition. Einer weniger!
Ja. Money. Oh Gott. Alter, wo kam der denn her? Wie er sich einfach in seine Ecke verkrümelt, ey. Sowas haben wir ja gerne. Kommt er da auch mal raus? Kann ich da hoch? Glaube nicht, ne? So ein Arsch, ey. Was denn? Ich hab dich doch gar nicht angeschossen. Betäubungsschuss bereit. Na, dann mach mal. Nicht nur schnacken. Wie er dahinter sitzt. Was ist denn los mit denen? Warum kommen die denn alle nicht mehr aus ihren Ecken raus? Oh. So muss es sein. Okay. So. Erstmal Muni einsammeln. Dann Kroganer voll labern. Sie sind anders. Neu. Sie riechen nicht wie diese Welt. 7 Nachtzyklen lang spürte ich nur den Drang zu töten. Aber sie... Etwas lässt mich sprechen. Er ist erst eine Woche alt? In voller Größe aus dem Labor, alt genug, um was zu wissen. Er muss etwas über die Sache wissen, wenn er so lange überlebt hat. Überleben? Ja. Ich muss überleben. Aber nicht hier. Nicht gegen die Fleischwesen. Ich muss den Feind überleben, der meine ganze Art bedroht. Aber ich habe versagt, noch bevor ich die Glasmutter verlassen habe. Das hat die Stimme im Wasser gesagt. Deshalb warte ich hier. Sie gehören angeblich zu einer Söldnerarmee. Erinnern Sie sich an Jedor? Ich kenne den Namen. Er macht mich wütend. Und ich muss lachen. Es ist kein Name, den wir singen werden, wenn wir marschieren. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich habe es oft gehört. Wie können Sie sprechen, wenn Sie erst eine Woche alt sind? Da war ein kratzendes Geräusch in meinem Kopf. Und daraus wurde die Stimme. Sie hat mir beigebracht, was ich brauchen würde. Gehen, sprechen, schlagen, schießen. Dann sagte die Stimme, dass ich nicht perfekt bin. Und der Unterricht hörte auf. Und jetzt bin ich hier. Ihm wurde genügend beigebracht, um ihn einem Test zu unterziehen. Aber was für einem? Ich weiß es nicht. Aber ich bin nicht perfekt. Okirs Stimme? Hat er zu Ihnen gesprochen, als Sie in Ihrem Tank waren? Ich hörte die Stimme, nicht mit Ohren wie jetzt, im Inneren. Ich nannte sie Vater, das gefiel ihr, aber sie war enttäuscht. Ich bin nicht so, wie sie mich braucht. Ein Labor mit Kroganern. Klingt nach einem Versuch, die Genophage zu heilen. Heilmittel? Davon war nie die Rede. Überleben, widerstehen, ignorieren. Aber sie haben versagt. Untersuchen, ist das möglich, was er sagt? Warte mal. Nee. Ich habe Sarens Heilmittel zerstört. Wie kann Okir erwarten, dass diese Kroganer die Genophage ignorieren können, wenn er sie nicht heilt? Keine Ahnung. Aber es sieht ja nicht so aus, als hätte er bei diesen Kroganern besonders viel Erfolg gehabt. Können Sie mir das Labor zeigen? Ich muss mit Okir sprechen. Die Glasmutter. Sie ist oben. Hinter den kaputten Teilen. Hinter vielen von euch Fleischwesen. Ich zeige den Weg. Beeindruckend und gefährlich. Ihr Fleischwesen seid langsam, wenn euch große Sachen im Weg stehen. Können Sie uns den Weg zeigen?
Uns beim Durchkämpfen zum Labor helfen? Nein. Ein Kroganer, der einen Kampf ablehnt? Ich kämpfe, wenn sie kommen. Aber tief in mir spüre ich, dass ich warten muss. Ich töte, aber nur hier. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe einen Zweck. Ich muss warten, bis ich gerufen werde. Und losgelassen. Okay. Ja. Die Sache gefällt mir nicht. Erhöhte Wachsamkeit. Da hast du wohl recht, liebe Miranda. Und ich glaube, das machen wir erst im nächsten Part. Es sieht nicht gerade einladend aus. Und dann schauen wir mal. Ich danke fürs Zusehen, wenn ihr mögt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.